Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Profit an einem wundervollen Donnerstag. Ich würde schon mal sagen Montag. Nein, es ist Donnerstag für euch, für mich Mittwoch. So, ja, ich bin heute mal einen Tag vorher im Voraus, da ich heute ein bisschen Zeit habe dafür und dachte, ey, bevor ich Donnerstag keine Zeit mehr habe und das Video eventuell ausfällt, nehme ich heute auf. Somit ist das Video da und ihr seht auch was. Ich habe mich schlau gemacht übrigens. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge von The Elder Scrolls Online, Tamriel Edition, erzählt und habe mich da ein wenig schlau gemacht und habe... keine Lust, gegen mich zu kämpfen. Und habe bei Bethesda auf der Seite geguckt. Ich meine, viele Publisher haben es ja mittlerweile eine Videoduldungserklärung. Sowas in die Richtung halt, ne? Wo eigentlich nicht mehr drin steht, dass du das machen darfst, mit welchen Bedingungen und aus welchen Bedingungen oder unter welchen Bedingungen das Video sogar entfernt werden müsste. So, jedenfalls das habe ich gefunden, das heißt, ich kann, sobald ich Lust habe und Zeit habe, also hauptsächlich geht es um die Zeit und nicht um die Lust, werde ich ein paar Folgen von The Elder Scrolls Online aufnehmen und euch zur Verfügung stehen. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Cutscene. Die übrigens nie spektakulär sind, aber sie sind da. Ja. Du kannst mir mal einen Buckel runterrutschen. Jeweils, das ist das, was ich bis jetzt rausgefunden habe, und das ist der Plan. Das heißt, ich hoffe, dass ich so in die Richtung schaffe, so, warte mal, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Verdammtes Drache in Remington. Da werde ich, ich hoffe, dass ich es so schaffe, dass wenn die Folgen von Blade & Soul aufgebraucht sind, dass ich gleich hinterher die Elder Scrolls bringen kann. Dann gucken wir mal, was euch am besten davon gefällt, von den beiden. Dann gucken wir mal, ne? Dry. Wir haben die Dry. Was machen? Ach, die wollen mich angreifen. Sag mir das doch. So. Wie gesagt, so ist der Plan. Ob er aufgeht, werden wir sehen. Das ist ja bei mir immer so eine Sache. Weil immer wenn ich mir so eine Pläne mache, dann kommt irgendwas dazwischen. Sei es die Arbeit oder irgendwas, was ich privat noch erledigen muss. Und daher ist das immer so eine Sache, wo ich von Hause aus sage, ich versuche es, versprechen tue ich nichts. Ganz einfach. Aber ich gebe mir die größte Mühe. Das ist, finde ich, schon mal viel wert. Ja, ich weiß, nicht ausreichend, aber es ist trotzdem eine Menge wert. So. Wo ist der?
Ach, da hinten, okay. Können wir uns Ufo Dragon setzen und da rein fliegen und Full Crash da rein und keine Ahnung. Ah, so geht das hier. So. Guck mal, da ist er doch schon. Seid ihr hier, um mich zu retten? Das sind also alle entkommen. Ich habe Angst, ich will hier weg. Nö, du bleibst da, du. Will der mich verarschen? Alter, ich gehe hin, um ihm was zu erzählen. Ja, von wegen, hier, alle sind weg, ne? Warum bist du noch hier? Und dann geht er die Treppe runter und geht. Mit den ganzen Monstern. Natürlich. Busy Chaos Drachen, 0 von 5. Busy Chaos Drachen, 0 von 5. Aha. Mhm. Das ist ein Vulkan-Drach. Das ist ein Chaos-Drach. Ich lande. Das da ist auch einer. Batz! Oh. Diese scheiß Nager sind teilweise echt aggressiver als andere Viecher. Das war nicht der Drache, den ich haben wollte, aber ist her. Nimm ihn trotzdem. Achso. Noch zum Thema The Elder Scrolls, bevor ich es vergesse. Ich habe ja gesagt, ich gucke, ob ich es auch vernünftig aufnehmen kann. Es geht. Es geht. Es geht. Nein, ohne Scheiß. Es ist seit langem ein Spiel, wo ich wirklich alles starten kann, auf Aufnehmen drücke und der nimmt auf. Ohne groß irgendwelche Mega-Einstellungen zu machen. Das im Fenstermodus, aber doch im Vollbildmodus zu spielen und hast du nicht gesehen. Ich kann das wirklich ganz normal starten, aufnehmen, fertig. Das wird schön, das wird schön. Kann ich nämlich jede einzelne Folge sogar aufnehmen. Oh, ich mag sowas. So. So, haben wir die auch. Findet Spike Kimmel. Ja, der läuft da. Da läuft er. Jetzt ist er weg. Oh, jetzt ist er weg. Wo ist er denn hin? In der Chaosgrube. Oh. Warum war mir das klar? Jetzt renne ich der Hauptquest entgegen. Hinterher. Das ist geil. Aber ich mach's. Ich mach's gerne. Es macht Spaß. Ja, ich hatte jetzt mehrere Spiele, die nicht so einfach waren zum Aufnehmen. Fragt mich wieso, keine Ahnung, aber es war wirklich dann teilweise, konnte ich nicht aufnehmen, weil hast du nicht gesehen oder whatever. Also das waren so Kleinigkeiten, die echt einem auf den Sack gehen. Wo man auch nicht so unbedingt Lust hatte, denn mehr irgendwie was aufzunehmen oder so. Weil, es war ein bisschen anstrengend.
Yo, Spikey, was geht? Hier ist der Eingang. Untersucht die Chaosgrube. Muss ich eigentlich bei der Untersuchung machen. Ich habe nicht nur schreckliche Monster gesehen, sondern auch das Geräusch von Drachen gehört, die etwas zerfetzen. Ich frage mich, was da drinnen vor sich geht. Ich bin ja neugierig, aber in diesem Fall ist meine Angst doch stärker. Bitte werft einen Blick hinein und berichtet mir dann, was dort vor sich geht. Erkundet die Chaosgrube und berichtet dann Spike Kimley. Okay, yeah, yeah, machen wir. So. Chaosgrube. Da muss ich hin. Okay. Er steht dort und sagt, hier ist der Eingang. Ich komme von der anderen Seite. What the fuck? So, jetzt fliege ich hier durch. Hier ist der Punkt. Grünlava-Drache. Was zur Hölle ist das? Den kriege ich gar nicht. Yeah! So, die Quest habe ich aber trotzdem nicht abgeschlossen. Also ich muss wahrscheinlich die ganze Öffentliche hier machen. Drachenlinge, Eier und Drachen. Oh Mann, ich fände ihn da. Wie viel soll ich denn hier noch platt machen? Mann, ey. So, der ist schon. Das Schlimme ist, hier ist noch nicht mal viel. Außer die scheiß Dracheneier. Zack! So, Drachenlinge Eier, entkommene Drachenlinge. Hä? Okay, ich brauche eigentlich... Ah, da hinten. Ich will den Boss haben, da.
Oh, ich push mich mal auf und dann geht's los hier. Zack, eins, zwei, heppa, und das, tres, und was sieht der Pantomarina? Hallo, hallo, hinter dir, hinter dir. Zack. Und da ist der Boss down, da ist er down. Verlasst die Chaosgrube. Wow. Ich muss sagen, manchmal sind die Quests sehr, sehr einfallsreich. Das ist mir schon öfters aufgefallen in den 89 Leveln, die ich gemacht habe. Die Quests sind manchmal sehr, sehr einfallsreich. Verlasst die Grube. Ihr findet sie an der Donnerspitze im Osten. Ich muss im Königreich Sabbat Bericht erstatten und kann euch nicht begleiten. Ja, das war mir klar. Ihr schickt mich ja alle mal alleine los. Mal so eine Armee von Soldaten oder so wäre zu viel verlangt. So, da oben muss ich hin. Wie spät haben wir es? Später mal. Jan, später mal. Das dir prügeln. Nein. Ich verabschiede mich aus der Donnerstagsfolge. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns dann am Montag wieder zu einer neuen Folge von Dragon's Prophet. Und vielleicht aber auch schon zwischendurch zu The Elder Scrolls oder Until Dawn oder Blade and Sword. Da ist da was für euch dabei. Schaltet einfach ein, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos, auch wenn euch gerade nichts zusagt. Vielleicht dann irgendwann später. Ansonsten ein Däumchen hoch wäre verdammt toll. Jetzt habe ich das Wort, was ich gesucht habe. Und ihr könnt gerne was in den Kommentaren hinterlassen, wie ihr die Games findet, wie ihr meinen Videostil findet und. Oder Fragen stellen oder einfach nur wegen irgendwas diskutieren. Ich freue mich darauf. Bis dahin, euer Schröti. Ciao.